Ja, Sie müssen es sich nochmal anhören. Nochmal. Frau Kaiser-Amt. Wir haben diesen Antrag, dass die Stadtverordnetenvorsteherin von der Stadtverordnetenversammlung gebeten wird, eine Bürgerversammlung einzuberufen, die sich mit den Ergebnissen der Klimaschutzplanung, der Klimaschutzkonzeption beschäftigt, in den Ausschuss eingebracht und jetzt auch hier in die STAFO, ehrlich gesagt in den Ausschuss, in der Erwartung, dass dieser Antrag selbstverständlich angenommen wird, weil er eigentlich völlig unstrittig ist. Zum Hintergrund, es gibt in der Hessischen Gemeindeordnung den Paragraphen, der die Stadtverordnetenvorsteherinnen sozusagen in die Lage versetzt, einmal jährlich eine Bürgerversammlung einzuberufen. Und wir hatten die letzte im Jahr 2020, es wäre also durchaus möglich. Und es gibt den Antrag des Klimaschutzrates selbst, eben die schleppende Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes zum Thema in einer Bürgerversammlung zu machen. Nun ist aber der Klimaschutzrat nicht antragsberechtigt in der Vorlesversammlung. Als ich das vorgestellt habe im Ausschuss, hat Frau Gerber auch noch gesagt, dass sie eine solche Bürgerversammlung vorbereitet und dass sie so eine Beschlussfassung durchaus als Rückenwind begreifen würde, um die begonnene Arbeit vielleicht auch mit einer gewissen Priorität voranzubringen. So weit, so gut. Also da haben wir auch gar keine Probleme mit. Dann ist aber etwas passiert, was ich jetzt thematisieren möchte, weil ich es wirklich problematisch finde. Ich wurde dann von Herrn Hosin aufgefordert, den Antrag zurückzuziehen, weil, Zitat, sonst müssen wir ablehnen. Und da muss ich sagen, das ist für mich völlig unverständlich, weil niemand zwingt, sie abzulehnen, schon gar nicht bei einer Angelegenheit, über die eigentlich Einigkeit besteht. Und ich muss auch sagen, in der nachfolgenden Diskussion wurde dann betont, dass ja die Verwaltung schon sozusagen in die Gänge gekommen ist und es wird schon, und da braucht man jetzt als Staat gar nichts machen. Meine Position und unsere Position ist eine andere. Wir sind die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bewohnerinnen und Bewohner von Kassel, soweit sie wahlberechtigt sind. Und wir sind diejenigen, die auch den Auftrag haben, die Stadtpolitik zu gestalten, mitzugestalten, auch grundlegend Beschlüsse zu fassen und damit auch eine politische Botschaft an die Bürgerinnen zu senden. Und wenn jetzt die Stadtverordnetenversammlung sagt, wir lehnen diesen Antrag ab, dann ist das Signal eigentlich ganz deutlich, nämlich dass eine solche Versammlung von Bürgerinnen und Bürgern zu diesem zentralen Thema, das uns jahrelang beschäftigt hat und weiter beschäftigen wird, nicht gewünscht ist. Und das verstehe ich. Meine Brücke war dann sogar zu sagen, okay, wenn Sie Probleme haben, einem Antrag der Linken zuzustimmen, das hatten Sie nicht, als Sie noch in der Opposition waren, jetzt haben Sie das, dann stellen Sie einen eigenen Antrag. Dann würden wir dem zustimmen, selbstverständlich, wenn Ihnen das so große Bauchschmerzen macht. Aber Sie wollen aus Prinzip nicht einen Antrag, eine Beschlussfassung, eine politische, sondern Sie wollen das Heft des Handelns ganz in die Hände der Verwaltung. Das finde ich falsch. Ich finde, es ist eine vergebene Chance. Noch ein Argument, das von der SPD kam, man könne nicht eine Bürgerversammlung zum Klimaschutzkonzept machen, das sei ein zu großes Thema. Man könnte vielleicht zu Werbung etwas machen. Niemand sagt, dass eine Bürgerversammlung auf 2 Stunden begrenzt werden muss. Wenn es so viel zu diskutieren gibt, was das Klimaschutzkonzept angeht, kann natürlich eine Bürgerversammlung auch mehrere Termine beinhalten. Und dann wird man an einem das Werbekonzept und beim anderen das Verkehrskonzept und beim dritten noch was besprechen. Also auch das ist wirklich kein gutes Argument. Und wir